Hallo liebe Fahrradfreunde, Fahrradtuner und so weiter. Ich möchte heute mal aus einem besonderen Grund mein Fahrrad vorstellen, das mich demnächst wieder häufiger auf dem Weg zur Arbeit begleiten wird. Dieses Fahrrad habe ich im März 2009 bei Trengade hier in Harburg gekauft und das hat mich bisher 15.000 Kilometer ohne große Probleme durch Urlaube und auf den täglichen Arbeitsweg, das waren 40 Kilometer hin und zurück, begleitet. Nach gewisser Zeit und diesen ganzen Wetterlagen wurde ich auch irgendwann faul und habe mir überlegt, in Mitte 2015, was man denn tun kann, damit das mehr Spaß macht und nicht immer nur verschwitzt bei der Arbeit ankommt. Ich habe mich dann im Oktober nach langen Ringen für ein teures Pedelec derselben Firma Trengade mit Hinterradantrieb von Alba bzw. Neodrive heißt es da, ist glaube ich auch bei Bulls Green Bike eingebaut, entschieden und das macht richtig Spaß. Der Nachteil ist, das Fahrrad, das Pedelec ist richtig schwer und es regelt ab bei mir nach 27, also im Fahrradladen haben sie sich auf 26,5 eingestellt und real ist es, wenn ich es richtig gemessen habe, 27 bis 28, reicht aber eigentlich auch aus, um durch die Weltgeschichte zu kommen und ist ein sehr zuverlässiger und leiser Antrieb für ein Pedelec. Hier sieht das ein bisschen anders aus. Dieses Start-up-Unternehmen hat ein altes Prinzip verändert. Früher wurde der Motor ja vorne da auf das Vorderrad geklappt und wurde dann mittlerweile auch verändert und dann gibt es dieses Konzept, ist auch nicht neu, das hat die Firma noch verbessert. Es gibt auch noch einen Konkurrenten, Ad-i in Österreich, ist teurer. Aber hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei go-i.bike, glaube ich, deutlich besser. Der Vorteil dieses Motors ist, wie gesagt, der Preis. Und die Funktionalitäten. Es wird alles per App gesteuert. Ich kann von 100 bis 600 Watt in 10 Watt Schritten ändern, ob ich nur 25 km pro Stunde fahren möchte oder 45. Möchte ich 45 km pro Stunde fahren, muss ich die App kurz freischalten, wenn ich online bin. Dann gibt es nach 3 Minuten den Freischaltcode und dann kann ich das Ding konfigurieren, wie ich will. Es gibt weiterhin, zumindest war es in der Startup-Phase so, ich habe noch einen Gasgriff, ich könnte das Ding quasi auch als Moped benutzen, aber ich weiß nicht, wie dolle der Abrieb da am Hinterreifen ist, wenn der Motor nur unterstützt und ich nicht mittrete, das ist auch nicht das Ziel. Ja, wie gesagt, dieser Motor macht einiges mehr, ich kann einen Mofa-Betrieb haben, wenn ich will und muss jeder für sich entscheiden. Nur zu dem Preis für jetzt glaube ich 700 Euro ist das eine super Alternative. Ich plane ein genaues Review dazu zu machen, wenn die Tage wieder besser werden, spätestens im Frühjahr. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Radfahren. Ich werde auch weiter im Winter Radfahren, wenn es die Wetterlage zulässt und dann in den nächsten Wochen oder Monaten wieder berichten und wem es gefallen hat, der guckt gerne wieder auf diesen Kanal. Ich werde auf jeden Fall berichten und vielleicht auch mal einen Vergleich zwischen meinem getunten normalen Bike und dem richtigen Pedelec nochmal machen. Bis dann, tschüss.